Darüber sollte man also mal nachdenken, ob man das noch vereinbaren kann mit seinem Gewissen, die bestehenden Parteien dazu wählen, oder ob man nicht einfach mal auch in eine andere Richtung jetzt da tendiert. Wenn ich dann ein bisschen Vorratshaltung betrieben habe, habe ich natürlich gute Karten. Ich frage mich sowieso, warum man auf diese Idee die Leute erst bringen muss. Das war der Professor Franz Hörmann. Er hat gesagt, wir sollten versuchen, von einem Denken des Habens zu einem Denken des Seins zu kommen. Mit dem sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus, allein der Begriff ist natürlich schon irreführend, wird jetzt die Europäische Zentralbank oder beziehungsweise wird Europa den gleichen Weg beschreiten, den auch die US-Notenbank vorgegeben hat in den USA, nämlich die, ich sag mal, unbegrenzte Rettung, die sogenannte Rettung des Euro und des Finanzsystems im Prinzip. Das ist ja erkennbar, weil schon, man sieht ja schon daran, dass jetzt, weil so ein ESM notwendig ist, dass da im Prinzip die Hütte brennt und im Prinzip da nichts mehr zu retten ist. So ist jedenfalls meine Meinung. Das sage ich auch nicht erst seit heute, sondern schon seit längerer Zeit. Und je länger die Dinge sich entwickeln und je mehr passiert, desto mehr wird eigentlich offensichtlich, dass diese Prognose nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass sich da immer mehr Dinge jetzt entwickeln, die also gravierende Folgen wahrscheinlich für uns alle haben werden. Ich bin normalerweise ein sehr unpolitischer Mensch und bin aber jetzt in eine Situation selber gekommen, wo ich merke, dass es vielleicht wichtig wird, sich auch im politischen Bereich selbst mal ein bisschen zu positionieren. Und mir ist in dem Zusammenhang kürzlich was aufgefallen. Da war ich auch auf einer Veranstaltung, wo es eben um den ESM gegangen ist, beziehungsweise gegen den ESM. Das war eine Veranstaltung der Freien Wähler. Und ich habe mich dort mit dem Hubert Aiwanger unterhalten. Das ist der Bundesvorsitzende der Freien Wähler. Und ich habe also da auch diesen Vortrag von ihm verfolgt. Und aus meiner Sicht ist es der einzige von den namhaften Politikern, die man so kennt, der ganz präzise ausspricht, was die eigentlichen Probleme sind, nämlich diese unbegrenzte Geldvermehrung der Banken, und der dieses Bankenkartell durchblickt hat und der das auch öffentlich ausspricht. Und das ist was, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann in der Politik. Er ist momentan der Einzige, allein auf weiter Flur, der das wirklich ausspricht und den Leuten bewusst macht. Und darüber sollte man gerade 2013, ist ja Bundestagswahl im Herbst, darüber sollte man also mal nachdenken, ob man das noch vereinbaren kann mit seinem Gewissen, die bestehenden Parteien dazu wählen, oder ob man nicht einfach mal auch in eine andere Richtung jetzt da tendiert. Ich möchte vielleicht das Thema Selbstvorsorge ein bisschen voranstellen, weil ich glaube, dass es in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren viel mehr darum gehen wird, dass wir uns selbst, unsere eigenen Fähigkeiten investieren, dass wir also in uns investieren und nicht so sehr in das Vermögen. Wir werden das wahrscheinlich vielleicht schon 2013 sehen, dass sich die Dinge verschieben werden. Ein Kollege hat es kürzlich ganz gut formuliert. Der hat gesagt, das war der Professor Franz Hörmann, der hat gesagt, wir sollten versuchen, von einem Denken des Habens zu einem Denken des Seins zu kommen. Und das finde ich, das sollte man sich, daran sollte man immer wieder mal denken, wenn man jetzt mit Blick auf die kommenden Jahre erwartet, dass da einige Veränderungen auf uns zukommen, dann wird es sehr wahrscheinlich meiner Ansicht nach sehr viel mehr die persönlichen Bereiche betreffen. Also wie gehe ich mit meinen Freunden um, das soziale Umfeld und so weiter, Gesundheit, Fitness und diese Sachen, das könnte viel wichtiger werden, als sich um das eigene Vermögen zu kümmern, wobei ich das natürlich nicht hinten anstellen will. Aber es könnte sein, dass sich da die Prioritäten verschieben in nächster Zeit. Und das, denke ich, da wäre es sinnvoll, daran mal auch zu denken. Und jetzt ziehen wir den anderen Punkt nämlich vor oder beziehungsweise nach. Da geht es dann um das Vermögen. Aber da ist ja eigentlich, da kann man inzwischen, wenn man also mit Leuten sich unterhält, die sich damit ein bisschen beschäftigen, nicht mehr allzu viel Neues erzählen. Dass man Gold und Silber haben sollte, möglichst physisch und anonym gekauft. Das hat sich ja jetzt allmählich, zumindest in den Kreisen, die sich damit befassen, mit dem Thema Finanzkrise, einigermaßen herumgesprochen. Und von daher
Vielleicht noch der Hinweis, das ist aktuell jetzt auch gerade, weil wir kurz vor der Wahl stehen in den USA, wurde also am Freitag nochmal der Goldpreis ziemlich stark unter Druck gesetzt. Ich sage bewusst gesetzt, weil ich glaube, dass das eine Manipulation auf dem Papiergeldmarkt war oder auf dem Papiergoldmarkt vielmehr. Und im Zuge dessen sind auch die Edelmetallminen wieder ganz kräftig unter die Räder gekommen, zumindest jetzt für den einen Tag. Und wenn man sich die Bewertungsniveaus ansieht, dann wird deutlich, dass wir hier auf einem Niveau sind im Moment, das also eine Einstiegschance bietet, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Das wäre also wirklich ein Hinweis, jetzt zu sagen, wenn ich jetzt investiere, dann auf der einen Seite Gold und Silber physisch, aber auf der anderen Seite unbedingt auch die Edelmetallmärkte mit den Minen abzudecken. Das würde ich also jetzt ganz stark favorisieren, weil ich glaube, dass das, ich habe auch gerade erst kürzlich wieder eine Grafik gesehen, wo deutlich wird, dass die Minenwerte jetzt seit einigen Wochen den breiten Markt sehr deutlich abhängen, also eine bessere Wertentwicklung zeigen als der S&P jetzt beispielsweise. Und diese Entwicklung, ich rechne damit, dass sich das in den nächsten Jahren, beziehungsweise zunächst mal, sagen wir mal, in den nächsten Monaten, zumindest bis Mitte nächsten Jahres vielleicht fortsetzen wird. Also das wäre jetzt so eine Perspektive, die man vielleicht andenken kann mit Blick auf die nächsten 6, 8, 9 Monate, dass man da verstärkt jetzt in die Minen investiert. Ich habe das Thema Vorratshaltung kürzlich mal in meinem Börsenbrief auch beschrieben und da habe ich relativ verständnislose E-Mails bekommen auf diesen Hinweis. Ich hatte also geschrieben, dass man da durchaus drüber nachdenken kann, mal Vorsorge zu treffen und sich ein paar Lebensmittel zum Beispiel hinzulegen. Und dann hat ein Leser geschrieben, er würde sowas gar nicht lesen wollen, er hält es für völlig utopisch und schwachsinnig. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie kann man den Leuten klar machen, dass es durchaus sinnvoll ist. Und es würden schon ganz kleine Ereignisse, aus heutiger Sicht kleine Ereignisse reichen, um das sehr virulent werden zu lassen, das Problem. Nehmen wir mal an, Griechenland scheidet aus dem Euro aus oder steigt aus freiwillig. Oder auch Finnland beispielsweise. Dort ist das Thema Euro ja immer weniger populär. Und die Finnen denken ja ganz offen darüber nach, aus dem Euro auszusteigen. Aber Griechenland ist vielleicht noch augenfälliger, weil dort ja ein Ausstieg geradezu mit Händen zu greifen ist. Da muss man sich fragen, was passiert denn dann eigentlich? Dann ist das Erste, was passiert, weil aus einer Angst heraus, die Finanzmärkte könnten kollabieren, werden vermutlich zunächst mal die Banken zumachen. Dann habe ich kein Geld mehr. Dann werden die Leute Angst bekommen und innerhalb kürzester Zeit sind die Supermärkte leer gekauft. Ja, und dann habe ich natürlich, wenn ich dann ein bisschen Vorratshaltung betrieben habe, habe ich natürlich gute Karten. Ich frage mich sowieso, warum man auf diese Idee die Leute erst bringen muss. Unsere Großeltern, für die war das ganz selbstverständlich, dass sie sich ein bisschen Bargeld zu Hause hingelegt haben und einen Lebensmittelvorrat. Die haben Konserven im Keller gehabt, die haben selber eingeweckt, das war ganz normal. Und heute wirst du für verrückt erklärt ja bald schon, wenn du sagst, also Vorratshaltung ist sinnvoll. Das denke ich, das ist ein Punkt, da kann man durchaus auch drüber nachdenken in der nächsten Zeit.